Hallo, ihr Lieben. Hallo, ihr Lieben. Ich war gerade im Pool, wie ihr gesehen habt. Ne? Ich muss gleich los, Isabel zum Training fahren und Manuel zur Arbeit. Aber ich will heute zum Abendessen die Dinger machen. Also Hähnchenkeulen, und die werde ich jetzt schon mal ein bisschen würzen. Und ja, eben sich ein bisschen marinieren lassen. Und dafür nehme ich jetzt hier etwas Öl. Salz, Pfeffer, Paprikapulver, und davon ein bisschen mehr, und ein bisschen Dill. Jetzt muss ich die einfach nur damit bepinseln. So, und jetzt bleiben die einfach hier stehen, solange ich jetzt mal unterwegs bin. Und wenn ich wieder da bin, dann geht's weiter. Ich weiß zwar noch nicht genau, was ich damit mache, aber irgendwas mache ich. Also, ich wollte euch was zeigen. Ich war gestern bei Aldi, kurz nach dem Elternabend, noch schnell, und habe mir dieses Teil gekauft. Christian hat sich riesig gefreut. Er meinte, jetzt kann er sich noch mehr Suppe mitnehmen zur Arbeit. Umso schöner ist das. Ich habe zwei davon, eine in Orange und eine jetzt so. Und beim Elternabend, da bin ich ja wieder gleich 10 cm größer rausgegangen. Raffi hat ja vorher schon erzählt zu Hause, dass er Klassensprecher geworden ist und dass 14 Leute von 30 ihn gewählt haben. Ja, er hat nur nicht erzählt, wie viele noch dabei waren, die sich beworben haben um den Posten. Und die Lehrerin hat das dann erzählt. Es waren 4 Jungs und 4 Mädchen. Also es wurde ein Mädchen und ein Junge gewählt. Und wenn ihr überlegt, dass bei 4 Jungs 14 Kinder für Raphael gestimmt haben, ne? Also ich bin echt so stolz auf den kleinen Mann. Ja, 14 Leute, das heißt, also er hat wirklich mit absoluter Mehrheit gewonnen, weil die anderen 16 Stimmen, die verteilen sich dann auf die anderen drei. Ne? Das ist echt so schön, wenn man sowas dann hört über die Kinder. Ja, das heißt, er ist doch ziemlich angesagt in seiner Klasse. Ja, das freut mich dann immer. Also Elternsprechtage und Elternabende bei den beiden Kleinen vor allem, bis jetzt waren immer sehr positiv. Ja, es ging gestern um die Klassenfahrt vor allem, weil die jetzt in 2,5 Wochen auf Klassenfahrt gehen. In drei Wochen, genau. Fahren die auf Klassenfahrt. Deswegen war der Elternabend. Aber naja, trotzdem schön. Okay, ich muss jetzt Isi und Manuel ins Auto packen. Und dann geht's los. So, ich bin wieder zurück. War schon wieder im Garten. Ich kriege jeden Tag jetzt so gut 2 Hände voll reife Tomaten. Wenn ich welche abkriege. Die letzten hat meine Schwester weggefuttert. So, jetzt habe ich hier schon mal Blech vorbereitet.
Und Kartoffeln und alles geschält. Also es gibt Kartoffeln. Ah nee, Zucchini habe ich noch nicht geschält. Muss ich gleich machen. Zucchini kommt noch drauf. Möhren, Paprika, Zwiebel. Und dann habe ich noch Fenchel gekauft. Habe ich noch nie probiert. So, und das verteile ich jetzt alles auf dem Blech. Also die großen Kartoffeln, die viertel ich nur. Die kleineren, die werde ich nur halbieren. So, und jetzt schneide ich alles andere auch in so dünne Stifte, denke ich mal. So ungefähr. Und packe das einfach zwischen die Kartoffeln. Ja, genau das gleiche mache ich mit Paprika. Einfach in dünne Streifen. Und die Zwiebel, die schneide ich in Halbringe. Meine Nase juckt. So, hier habe ich noch Knoblauch. Genau, den gibt es auch noch. So, und den Fenchel. Muss man abschneiden. Ja, und die Zucchini schneide ich auch in so kleinere Stückchen. Und ich stecke mal dazwischen noch ein paar kleine Tomaten rein. Und dann habe ich hier aus dem Garten wieder auch zwei Zweige Rosmarin. Die teile ich jetzt und packe auch dazwischen. Und Schnittlauch. Ja, und dann Pfeffer. Salz über alles. Und dann habe ich hier noch gefrorenen Dill. Davon gebe ich ein bisschen auch was dazu. Und jetzt kommen die Hähnchenkeulen drauf. Einfach so auf dem ganzen Gemüse und Kartoffeln verteilt. Und von den Keulen ist noch die Marinade ein bisschen runtergekommen von denen. Da bepinsel ich die jetzt noch ein bisschen damit. Und jetzt kommt das in den Backofen, den ich ja schon vorgeheizt habe gerade. Und jetzt bin ich gespannt, was dabei rauskommt. Und das Gute an solchen Gerichten, dass ich jetzt alles vorbereitet habe und die Zeit, die das Ganze im Backofen braucht, kann ich nutzen und hier mal was erledigen. Ja, das Übliche, ne? Haushalt, Haushalt, Haushalt. Der wird irgendwie nicht weniger. Die Kinder werden größer, aber Haushalt wird irgendwie nicht weniger. Und der Geschirrspüler ist fertig, also werde ich als erstes dann hier den Geschirrspüler ausräumen. So, Geschirrspüler ist aus- und eingeräumt und jetzt ist noch Zeit und ich putze das Fenster. Hier habe ich ganz normales Wasser mit Spüle drinne. Und jetzt geht's los. Nein. So. Die Sommerdekoration nicht vergessen. Ja.
Und da habe ich gerade was gesehen. Und hier habe ich ein Tuch, das ist ein Trockentuch von Yemako. Den habe ich gleich, glaube ich, schon seit mindestens 10 Jahren. Der ist richtig gut. Ohne Streifen. Wird das Fenster richtig sauber. Ja, und jetzt mache ich das Ganze nochmal von innen. Ja. So, ich werde jetzt als nächstes, sage ich mal so, die Keulen wegnehmen. Weil ihr kennt mich ja, ich brauche Soße. Ohne Soße mag ich nicht essen. So. Und jetzt fummel ich einfach ein bisschen von dem Gemüse einfach mal raus. Und ich gieße ein bisschen was von dem leckeren Saft, der da jetzt drauf ist, mit in den Topf. So. Teile ich das alles ein bisschen noch. Keulen kommen wieder drauf. Und das Ganze kommt wieder zurück in den Ofen. So, und jetzt kümmere ich mich einfach mal um die Soße. Ich gebe einfach mal Schmand rein, einen großzügigen Löffel und ein bisschen von Bresso. Das Ganze einfach mal und gebe ich ein bisschen Wasser noch dazu und jetzt gucken wir, ob Salz genug ist. Nee. Ein bisschen nachwürzen muss ich schon. So, ein bisschen Salz. Ein bisschen Paprikapulver. Und ein bisschen Pfeffer. Und nochmal kurz Pfeffer. Ja, und jetzt auf den Herd. Also,
So sieht die jetzt übrigens aus. Und einmal kurz aufkochen lassen. Und dann ist die Soße fertig. Fertig. Tada. Und so sieht das aus. Puh. So, ihr Lieben, das Essen ist fertig. Wir werden jetzt essen. Isabel wird später essen, weil sie ja noch beim Training ist. Manuel, weiß ich nicht, ob heute nach Hause kommt, aber sein Teil ist auch da. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, wie immer, über jeden Daumen hoch freue ich mich. Eure Kommentare natürlich sind auch wichtig. Und ja, ich denke, morgen wird mehr Haushalt sein. Ich werde natürlich auch kochen, aber es muss hier einiges noch erledigt werden. Wenn ihr wollt, dann schaltet wieder mein Video oder guckt mein Video. Ja, also sehen wir uns dann morgen. Tschüss, ihr Lieben.